Parallel zu diesem Video wird auf dem Zweitkanal Bushcraft am Limit heute der zweite Teil dazu hochgeladen. Schaut auf jeden Fall vorbei, um diesen nicht zu verpassen. Wir sind der Meinung, viel mehr Menschen sollten sich im Wald kostenlos Wildkräuter holen, anstatt viel Geld dafür auszugeben. Wenn ihr derselben Meinung seid, lasst dem Video doch einen Daumen hoch da. Habt ihr schon selber Erfahrungen damit gemacht, im Wald Wildkräuter zu sammeln? Wenn ja, schreibt es in die Kommentare. Wir freuen uns, eure Geschichten zu lesen. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Oh, wir sind hier quasi mitten in Manhattan. Nicht. Wir sind hier quasi mitten in, wie sagt man, Ruhrgebiet, Ruhrpott. So, einfach Wegesrand, zack, Handy an, Mikro an und los geht die Fahrt hier, ja. Also so ein paar Sachen, die ich euch einmal zeigen möchte. Gut, Brennnessel, langweilig. So, jetzt haben wir hier, die sieht man total häufig, diese Pflanze. Jetzt sei mal ehrlich zu dir, du siehst sie total häufig und denkst dich jedes Mal, Digga, wer bist du? Und das ist Geranium, das ist ein Storchschnabel und zwar der weiche Storchschnabel. Kann man auch essen, enthält Rutin, kann auch sein, dass man dann irgendwann Lichtempfindlichkeit verspürt, wenn man davon sehr viel isst. Das gleiche bilden übrigens auch Buchweizensprossen, genau, habe ich auch ein Video damals darüber gemacht, auch Quercetin und so weiter, ätherische Öle, Krämpferöl, Krämpferol zum Beispiel enthält es, also sehr viele tolle Eigenschaften auch, ist nicht giftig für uns, ja. So, das Highlight ist hier, achso, das übrigens hier ist Ehrenpreis, ja, das kennen wir auch, ja, kann man auch essen, ja, persischer Ehrenpreis, ja. So, das Interessante ist hier, haben wir ebenfalls Wiesen-Storchschnabel, ja? Ebenfalls eine Unterart davon, ja? Weicher Storchschnabel, Wiesen-Storchschnabel, ja? Das, also, gehe ich jetzt mal von aus, dass er es wird, ja? Zu 99%. So, wie gesagt, hier alles Ehrenpreis, hier ein paar Gräser, die ist das. Achso, hier haben wir übrigens sehr interessant die dritte Form des Storchschnabels. Das ist der stinkende Storchschnabel, ja, leicht giftig, ja. Wenn man ihn reibt, dann riecht er das nicht so ganz so gut, ja. Das kennt sicherlich auch die ein oder anderen, ja. Dann haben wir hier schon sehr interessant ein Doldenblütler, ja. Wir wissen alle Doldenblütler, darunter fällt auch der Schierling, Wasserschierling und die Hundspetersilie, die für uns Menschen sehr schnell tödlich enden werden. Schierling, einer der, die zweitgiftigste Pflanze bei uns in Europa, würde ich sogar fast sagen. So, und das ist jetzt der Wiesenkerbel. Warum kann ich das so einfach sagen, dass das der Wiesenkerbel ist? Weil normalerweise kann man die Doldenblütler nicht unterscheiden, nicht einfach essen oder sonst was, sonst hast du, wenn du Pech hast, innerhalb von Minuten ist bei dir vorbei. Aber das kann man ziemlich sicher sagen. Wenn man an der Fiederung es erkennen möchte, vergiss es, ja. Das würde jetzt hier Stunden dauern, das zu erklären. Aber der Wiesenkerbel ist der erste, der kommt. Das ist der allererste Doldenblüter, der kommt, ja. Und man kann es sehr leicht erkennen an diesem geriffelten Stiel, ja. Das hat Riefen, ja, hat der. Der hat, ups, ich muss mal zeigen, der hat Riefen. So, ja, und daran kann man das ganz leicht erkennen, ja, dass das der Wiesenkerbel wird, ja. So, ja, was gibt es denn sonst noch so? Trotzdem, Wiesenkerbel natürlich gut essbar, gut zum Entsaften, trotzdem nicht tun, bitte. Ganz, ganz wichtig, weil man sich da viel zu oft vertun könnte. Hier haben wir klebriges Labkraut, ja, auch ziemlich langweilig, kennt sicherlich auch jeder, ja. Muss mal gucken, was es hier sonst noch so gibt. Das ist Ginster, ja. Ist aber giftig, ja. Schmetterlingsblütler. Hier wieder Geranium, ja. Kennen wir schon. Da wieder Ehrenpreis, Brennnessel, bla bla bla. Langweilig. So, hier haben wir Löwenzahn, langweilig. Hier, sehr interessant, jetzt Haselknospen, ja. Jetzt zum Essen. Ja, super, super nährstoffkonzentriert, ja. Super, super gut, ja. Hier haben wir noch ein bisschen Überreste des Schaboxkrauts, ja. Da nennt man auch Skorbutkraut, wurde damals gegessen gegen Vitamin C, Armut, ne. Vor der Blüte sehr, sehr gut verzehrbar, sehr mild. Da vorne sieht man schon eine Blüte, das Gelbe. Zack. Nicht mehr essen, okay. Dann entwickeln die Giftstoffe. So, das ist auch noch sehr interessant. Einmal hier. Zack, 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 was haben wir hier? Mal ganz ehrlich, wenn du hier langlaufen würdest, du würdest dich fragen, was ist das? Deswegen, schön, dass du eingeschaltet hast. Das ist eine wunderbare Pflanze, die man auch so konsumieren kann, ja. Und zwar, das ist die große Klette. So, die kennt die Soldatenknöpfe früher, ja.
heißt das, die Soldatenknöpfe früher, die man abgenommen hat und seinem Nachbarn in die Haare geworfen hat, welcher danach wochenlang immer noch schön Probleme damit hatte. Und die kann man eben als junges Gemüse super verzehren. Aber jetzt kommt auch die Wurzel, ja, die Wurzel, wie so eine Schwarzwurzel, kennt ihr zum Beispiel auf dem Markt oder sowas, die werden genauso groß, das sind super nahrhaft, die wurden früher auch dafür angebaut, wirklich im Mittelalter, ne? Ich erkläre euch aber jetzt gleich noch ein bisschen mehr dazu. Hier haben wir zum Beispiel eine Ampferart, ja, naja, ist jetzt nicht sehr schmackhaft, sag ich mal, ne, das ist Sumpfampfer, ja. Ich glaube auch Ochsenzunge genannt. Das ist jetzt nicht wie der Sauerampfer oder sowas. Also selbst Kühe lassen diese Pflanze hier stehen. Und ich lasse die auch stehen, weil sie wirklich überhaupt nicht genießbar ist. Etwas weiter. Und zwar ziemlich einfach. Diese Blütenpflanze wächst natürlich auch im Winter. Das ist die Vogelmiere. Ja. Schmeckt nach Mais. Sehr einfach zu erkennen. Ja. Sieht dann so aus. Kann man von nahen zeigen. Das ist die Vogelmiere. So, jetzt hier auch, kennt auch jeder, Giersch, ne, wissen wir alle, 333, ja, ziemlich einfach. Ich pflücke diese Pflanze, weil ich diese Pflanze gleich essen werde. Drei Blätter, seht ihr hier, 1, 2, 3, dann jeweils auch nochmal drei Blätter in dem, also drei Blattgruppierungen, ne, drei Blätter einzeln und der Stängel ist auch dreikantig, sehen wir hier. 333, ziemlich einfach zu erkennen, auch Dolmenblütergewächser. Ziemlich einfach, wobei, die sind die besten hier, seht ihr? Die sind ganz frisch. Das sind die Killer. Mm. Oh, das ist so geil. Seht ihr? Die sind noch richtig zart und jung. Mm. Die sind super. Was wächst hier noch? Naja, hier. Schöne Pflanze, aber giftig. Das ist kein Veilchen, sondern das ist das Immergrün. Ja? Kann man nicht essen. Ja, ansonsten gibt es hier nichts, was ich nicht schon erklärt habe. Aber hier. Gundermann kennen wir auch alle. Ziemlich einfach. Nierenblättrige Form. Beim Reiben unverkennbar der Geruch. Sehr aromatisch. Kann man gar nicht verfehlen. Ja. Gibt es noch den Niederwurz, glaube ich. Damit kann man verwechselt werden. Aber der ist viel, viel größer. Ja, Gundermann von unten. Sehr hell. Und hier sehr dunkel. Ja. Und so glänzend. Ziemlich einfach zu erkennen. Die Blüten sehen dann so aus. Das ist die silberblättrige Taubnessel bzw. Goldnesseln. Ja, das ist die oberste Cuticula, die sich hier ablöst. Kann man auch essen. Schmeckt so ein bisschen nach Pilze, so ein bisschen, ja, ein bisschen behaart so. Ja, ansonsten haben wir alles schon gehabt. Hier, sehr gut. Brombeer, ja, ist die Nahrung von Rehen zum Beispiel auch im Winter. Und hier, das sind jetzt die neuen, ja, das sind die neuen Knospen und die kann man wunderbar essen, die nicht hier, ja. Selbst die neuen sind immer noch sehr, sehr hart, man merkt, dass die winterbeständig sind, ja, sehr dick, ja, boah, alten Racer. So, Auto meint auf Kakao zu müssen, das sind die jungen Triebe, ja, die schmecken, ganz fantastisch, ja. Hier haben wir nochmal das behaarte Schaumkraut, ja. Boah, diese Brombeer, alter Verwalter, was für ein Aroma. Das ist der absolute Oberwahnsinn. Ich habe übrigens auch mal ein Video gemacht, wo ich gezeigt habe, dass Brombeerblätter gegen multiresistente Keime wirken. Zeige ich hier nochmal ganz kurz. Fassen wir die wichtigsten Pflanzen, die wir heute gefunden haben, noch einmal zusammen. Als ersten Kandidaten hätten wir den Ehrenpreis. Inhaltsstoffe sind zum Beispiel Flavonoide, Triterpen, Saponine und Gerbstoffe. Ehrenpreis hilft gegen Bronchitis, Erkältung, Rheuma, Gicht, Schuppenflechte und auch Neurodermitis. Als zweite Pflanze hätten wir den stinkenden Storchnabel. Inhaltsstoffe sind zum Beispiel Geranin oder ätherische Öle. Es hilft gegen Nieren- und Blasenentzündung oder auch gegen Wunden. Von der nächsten Pflanze solltet ihr lieber die Finger lassen, denn hier besteht akute Verwechslungsgefahr. Der Wiesenkerbel hat zwar Beta-Carotin, Vitamin C, Eisen und Magnesium und an sich auch eine blutreinigende und leberstärkende Wirkung,
Aber man kann ihn leicht mit dem Schierling verwechseln. Daher Finger weg. Haselnussknospen haben ätherische Öle, Eisen, Flavonoide, Magnesium, Vitamin A und B, wirken blutreinigend, blutstillend und stoffwechselanregend und helfen dir bei einer Grippe, Husten, einer Lungenentzündung oder auch Wunden. Das Schaboxkraut solltet ihr nur vor der Blüte verwenden, da sonst zu viel Protoanemonien enthalten ist. Hierbei besteht eine mögliche Verwechslung mit anderen Hahnfußgewächsen. Schaboxkraut enthält sehr, sehr viel Vitamin C, weshalb der Name Schabock auch von Skorbut kommt, welches eine Vitamin C-Mangelerscheinung ist. Dann haben wir noch die große Klette. Als junge Pflanze ist sie gut essbar, genauso wie die Wurzel. Sie hat so eine gute Wirkung, dass das Extrakt sogar als Supplement verkauft wird. Dann haben wir noch die Vogelmiere. In ihr enthalten sind Vitamine, Saponine, Flavonoide, Zink und Magnesium. Sie wirkt schmerzstillend, blutreinigend und kräftigend und hilft gegen Asthma, Entzündungen, Rheuma und Wunden. Als nächstes noch den Giersch. Ätherische Öle, Eisen, Magnesium, Saponine, Vitamin A und C sind in ihm enthalten. Er wirkt antibakteriell, entzündungshemmend und kräftigend. Hast du eine Erkältung, Gicht, Husten oder Verbrennungen, könnte er eine Lösung für dich sein. Die letzte Pflanze dieser Zusammenfassung wird der Gundermann. In ihm enthalten sind ätherische Öle, Flavonoide, Saponine und Vitamin C. Er hat eine antioxidantische Wirkung, wirkt entzündungshemmend und wundheilend, hilft bei Halsschmerzen, Husten, Lungenentzündungen oder auch Zahnschmerzen. Noch kurze Frage an euch. Was haltet ihr davon, von so Windrädern? Da muss mittlerweile ja geachtet werden, dass sie nicht auf Flugrouten von Vögeln und so weiter sind. Trotzdem sterben da sehr, sehr viele Insekten dran und Vögel. Aber es ist natürlich auch nachhaltige Energiegewinnung, ne? Also Pro und Contra, was sagt ihr dazu? Ich bin ja geteilter Meinung auf jeden Fall, ne? Guck nochmal hier. Nee, nichts Neues. Nichts Neues. Hier ein schönes Weizengrasfeld.